Hallo, willkommen zum Grand Prix von Bahrain. Heute hier im Café Zauberhaft, hat gerade so in die Halle gepasst. Auf 7x7 Meter das neue Design gebaut. Und so sieht die Strecke aus. Aufgebaut. Und ab um 2 können dann auch hier wieder die Kinder fahren. Das ist die Strecke mit Boxengasse. Und da sind unsere Autos. Hier geht's los, da wird die Bestzeit ermittelt, dann geht's hier hinten rum. Jum, die lange Gerade. Dann hier diese neue kleine Kurve, das ist jetzt ganz neu. Vorher gab es das noch nicht. Dann geht's hier wieder rum. Und zurück in die Mitte. Und dann hier diese schöne Kombination. Dann eine Runde zurück. Und dann geht's schon in die Zielgerade. Heute hier Café Zauberhaft. In der Formel 1 wird auch gerade gefahren. Wunderbar. Mal sehen, wer heute die schnellste Zeit fährt bei uns hier. Auf der Strecke von Bahrain. Na, da haben wir schon eine Und unsere 30er verfolgt. Zeit. Rennauto und beide haut in derselben Kurve raus. Also auf den langen Geraden kannst du die Turbo-Taste drücken. Zum Beispiel jetzt nach der Kurve hier kannst du mal drücken. Langsam fahren. Genau. Dann durch die Weichen ganz langsam fahren. In den Kurven langsam. Auf den langen Geraden wieder lange und schnell. Und dann wieder langsam. Wunderbar. Na los, bisschen Gas musst du schon geben, sonst kommst du da nicht weiter. Jawohl, super, das hast du gut gemacht. So, jetzt wird bestimmt schon mal eine ganz gute Rundenzeit hier. Mal gucken, was wir jetzt haben hier. Jetzt haben wir Oh, eine 32, 23, ja, das ist also passt so in gerade so 20 hier ins Sekunden Café mit Dauerhaft Zauberhaft. noch ein. Und unsere Rennfahrer sind gerade dabei, hier die schnellsten Runden zu fahren. Ja, der Michael hat es jetzt raus, da hinten die Kurve ist gefährlich. So, am Ende des Videos dann wieder unser Bauplan. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für eine schnelle Rundenzeit fahren können. Mal sehen, ob wir unter die 20 Sekunden kommen. 20 Sekunden, na, das ist eine ganz schön lange Strecke. 48 Meter, ja, eine 34.